Hallo ihr Lieben, wer hätte das gedacht, wieder Videodreh im Live in Rottach. Schade, dass ihr nicht da seid, aber wir werden jetzt 30 Minuten einen Workout zusammen für unseren Rumpf hinter uns bringen. Was ihr braucht, gerne kannst du gleich nochmal kurz stoppen, ist ein Stock, ein Besenstiel, ein Staubsaugerrohr oder wenn du das gar nicht hast, dann nimm deinen Gürtel vom Bademantel oder auch einen Gürtel aus der Hose. Den braucht man einfach nachher, um noch mehr Stabilität zu bringen. Ja? Starten werden wir mit einem Warm-up. Dann habe ich vier verschiedene Übungskombis dabei. Geht nur um die Stabilität. Kein Hüpfen, kein Springen heute. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gesund und ihr seid fleißig mit dabei bei unseren ganzen Drehs, die wir hier für euch machen. Ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr noch. Also ich wünsche mir das einfach. Gut, Stock erst einmal zur Seite. Wir starten mit einem Warm-up. Du weißt es. Schulterbreit deinen Stand, die Arme lang. Heb dein Brustbein und wir starten Schulterkreisen rückwärts. Schöne große Kreise. Jawohl, mach dich ganz groß und lang. Jetzt komm ein bisschen schneller. Komm, zieh. Schön groß, heb dein Brustbein. Nutz es aus, die Kreise. Achtung, wir ändern die Bewegung. Komm, öffne, schließe. Mach dich stolz und komm klein zusammen. Wieder, stolz, klein, super. Jetzt lass uns ein bisschen schneller. Komm, groß, klein. Spür mal, wie sich die Schulterblätter zusammenziehen und wie du dich klein machst. Und wieder änderst du die Bewegung. Großer Kreis, jetzt roll dich hoch. Komm, großer Kreis, roll dich rund. Jawohl, super machst du das ganz bestimmt. Jetzt komm mit den Händen auf die Knie, nur der Rücken. Rund und gerade, ganz bewusst. Heb dein Brustbein und mach dich rund. Stell dich ein bisschen breiter. Zusammen, tiefer hocken. Komm, zieh die Knie zu den Fußspitzen. Jetzt heb dein Steißbein zur Decke, deine Beinrückseite. Komm zurück. Heb dich stolz. Schau mal auf deine Knie. Lass uns ein bisschen schneller. Komm, tief. Hoch. Jetzt achte mal darauf, dass die Knie zu den Fußspitzen ziehen und nicht nach innen fallen. Und jetzt kommst du aus deiner tiefen Hocke nach oben und wir drehen den Oberkörper. Pendel mit den Armen. Schau mal, dass deine Hüfte stabil bleibt. Jawohl. Ganz stolz kannst du auch sein, weil du hast eingeschaltet, 30 Minuten Workout. Jetzt lass uns größer werden. Komm, nimm die Hüfte mit. Schönes Drehen mit der Hüfte. So, jetzt einfach nur Side to Side. Komm, Side. Heb dich. Beim nächsten Mal schaust du mal, ob du tiefer gehen magst. Komm, tief. Optional. Deine Hände. Muss nicht sein, kann. Jetzt nimmst du die Ferse zum Po. Denk dran, du gehst schön tief, so weit wie es dir möglich ist. Wieder Side to Side. Komm, Side. Side. Jawohl. Geh noch einmal tief. Nimm die Hüfte mit ins Boot, die Knie, alle Gelenke. Jetzt bleibst du oben und kommst langsam mit den Füßen zusammen. Bleib in Bewegung noch.
circa schulterbreit entstand, bleibst du stehen. Jetzt öffne dich zur Seite, komm zurück zur Mitte, wechsel, Side und zurück. Bleib noch einmal so, noch einmal, komm, Side und zurück. Schau mal, dass du dich richtig drehst im Oberkörper, flexibel und dreh dich in der Wirbelsäule. Bleibst du vorne und neigst dich zur Seite. Komm, neige dich. Zurück. Letztes Mal. Und bleib. Sehr schön. Fertig. Wir starten jetzt einfach nur Unterarmstütz, Armstütz, ein kurzes Intro. 15 Sekunden, eine Minute Belastung, 30 Sekunden Pause, 30 Sekunden Belastung, wieder die Pause und dann nochmal eine Minute Belastung. Du startest im Unterarmstütz, du weißt, es kommt darauf an, dass du keine Toblerone machst, sondern schön gerade stehen bleibst. Arme, wenn du magst, parallel oder gefalten. Wir starten. Auf geht's. Mach dich bereit. Schön weit die Fersen nach hinten schieben. 4, 3, 2, die erste Minute. Komm. Ganz kraftvoll. Schieb dich raus aus dem Boden. Schulterblätter ziehen auseinander. Dein Popo, spür mal, ist er da, wo er hingehört? Deine Kniekehlen schiebst du richtig fest zur Decke hoch. Fersen, schieb zurück und jetzt wechselst du in den Stütz. Komm, hoch. Gleiches Spiel. Handgelenke unter deinen Schultern. Schau mal, deine Halswirbelsäule, die hat auch Spannung. Die lässt du nicht einfach hängen. Schulterblätter, zieh auseinander. Bleib dran, komm. 15 Sekunden noch. Dann ist es da, deine erste Pause. Jetzt bringst du deine Knie zur Matte und schiebst dich kurz nach hinten auf deine Fersen. Gern deinen Kopf auf die Matte, das geht jetzt bei mir nicht mit dem Mikro. Mach dich lang, lass kurz deine Arme ausrasten. Und dann rollst du dich jetzt schon langsam wieder nach oben. Deine Wahl, die nächsten 30 Sekunden, Unterarmstütz oder Armstütz. Wie du magst. Du machst dich bereit. 30 Sekunden, auf geht's. Komm. Wenn du merkst, es geht nicht mehr, dann setz die Knie genau dort ab, wo die wären, wenn du im Stütz wärst. Halte den Bauchnabel zur Wirbelsäule gezogen. Halte deine Körperspannung. Bleib dran, komm. Scan dich mal ab, wo ist denn dein Popo? Meiner war jetzt gerade auch ein bisschen zu hoch. So, da ist es schon wieder. Die nächste Pause. Senk die Knie ab. Komm zurück auf deine Fersen. Jetzt haben wir noch eine Minute. Raste noch kurz aus. Wir bleiben heute die ganze Zeit auf der Matte. Wir starten mit unserer letzten Minute. Roll dich auf. Und hier starten wir 30 Sekunden Unterarmstütz. Mach dich bereit. Auf geht's. Komm, hoch. Füße schön eng zusammen. Popo, eine Linie mit dem Rücken. Kniekehlen schiebst du zur Decke. Fersen weg von dir. Die Schulterblätter ziehst du auseinander. Du hast es gleich geschafft. Bleib dran. Das ist erst der Warm-up vom Warm-up vom Warm-up. Jetzt kommst du hoch in den Stütz. 30 Sekunden. Bleib hier. Wenn es gar nicht mehr geht, aussteigen, keine Option. Dann senkst du die Knie ab und bleibst in deiner Spannung. 15 Sekunden noch. Komm. Achtung. 4, 3, 2,
vorbei. Super, du brauchst jetzt, wir haben eine Minute Pause, brauchst jetzt deinen Stab. Wir starten in Bauchlage, meine Hot Iron Leute, der Wiggleworm. Das heißt, du hebst dich raus und du bringst die Arme und die Füße, soweit es geht, zusammen. Ja? Dann wechselst du in Rückenlage, greifst deinen Stock oder was immer du hast oder deinen Gürtel breit, ziehst es auseinander, machst deinen Rücken rund, hebst dich raus und dann haben wir nur die Drehung zur Seite. Aber das bringt nichts, wenn du hier liegst und drehst, sondern du ziehst dich raus bei jedem Mal oben. Dreimal die Übung, 15 Sekunden Pause dazwischen. Ist schon die zweite. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir starten in Bauchlage. Du kannst einen Schluck trinken. Und dann, mit Blick auf den Speaker, starten wir. Wir haben ein relativ langes Intro. Du hast also Zeit, in Bauchlage anzukommen, deine Leiste in die Erde zu schieben, den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Auf geht's, komm, leg dich hin. Kenn dich mal, dass du gut liegst. Ganz viel Spannung in den Beinen, in den Armen. Mach dich bereit. Wir starten jetzt. Komm, zieh. Zurück. Jetzt, zieh. Zurück. Zieh. Jawohl. Komm, bleib dran. Bring in den Stress deinen Rücken. Komm. Immer wieder überlegen, bin ich noch richtig oben. Wenn du merkst, es wird schon ein bisschen schonungsmäßig, dann kenn dich und komm wieder raus. Letztes Mal, dreh dich auf den Rücken. Greif deinen Stock, deinen Bademantelgürtel oder was du hast breit. Zieh dich raus, mach dich rund im Schultern. Auf geht's, komm, satt. Satt. Rück. Wieder satt. Rück. Jawohl. Und immer wenn du oben bist, schaust du mal, hilfst du dich nochmal raus. Komm. Schau mal, dass die Hüfte stabil bleibt. Jawohl. Zwei noch. Letzter. Pause. Runde zwei. Ich habe hier meine Begrenzung, sonst bin ich immer in der Kamera. Ich wollte dir das gerne auch mal von vorne zeigen. Wiggleworm, die zweite. Komm, heb dich raus. Zieh. Zurück. Die Füße und die Hände gehen in die gleiche Richtung. Komm. Und du hast natürlich keinen Bodenkontakt mit deinen Oberschenkeln oder mit deinen Beinen. Und mit dem Oberkörper auch nicht. Bleib dran, bleib dran. Komm. Wenn es geht, noch zwei. Letzter. Wir wechseln. Mach dich bereit, mach dich rund, heb dich raus. 4, 3, 2, komm, Zeit, rück, Zeit. Wenn es dir hilft, machst du ein leichtes Doppelkinn und du ziehst dich hier nach oben. Jawohl, ich denke, das sieht super aus, was du machst. Bleib dran. Jede Seite, noch einer. Sau gut. Letzter. Auf geht's zur letzten Runde. Dreh dich wieder auf den Bauch. Heb dich raus. Beine und Oberkörper weg. Arme lang. 4, 3, 2. Komm. Zieh. Letztes Mal. Zieh. Jawohl. Zieh. Komm, heb dich nochmal raus und dann ziehst du noch, es ist jede Seite zwei. Heb deinen Oberkörper weg vom Boden. Arme lang, Blick nach unten. Letzter. Pause.
letztes Mal Rückenlage und da darfst du nachher sogar direkt bleiben. Zieh dich raus. Wir starten jetzt. Komm, noch 8. Jede Seite 4. Immer wenn du in der Mitte bist, schaust du, dass du dich wieder hochhebst. Jede Seite noch 2. Komm, hoch und Zeit. Jawohl. Bleib dran. Ich bin sicher, du schaffst die letzten 2. Der letzte. Vorbei. Kurz ausschnaufen. Wir bleiben in Rückenlage. Hoffentlich macht das jetzt mein Mikro mit. Das erste Teil von meinem Mikro habe ich schon verloren. Wir haben unseren Hip Thruster. Du liegst ganz ab. Ich lasse den Kopf mal, glaube ich. Nee, es geht. Füße eng, Füße weit. Füße ganz aufgestellt oder Fersen. Das ist deine Sache. Das kannst du machen, wie du magst. Und dann schiebst du dein Schambein zur Decke nach oben und wieder zurück. Ja? Ablegen nicht mehr. Dann stemmst du deine Ellbogen zum Beinpendel und dann haben wir noch einen Seitstütz, der erklärt sich von selbst. Auf geht's auf 2. Komm, hoch. Tief. Hoch. Tief. Nicht mehr ablegen und ganz kraftvoll dein Schambein zur Decke schieben. Wir wechseln auf 3. Komm, hoch, hoch, Ende, zurück. Wenn du meinst, du bist oben, dann schiebst du nochmal nach. Langsames Tempo, ganz langsam und bis zum Ende und ein Stückel drüber. Rückweg. Wieder hoch. Jawohl. Tief. Single Tempo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. So, jetzt kommt das Beinpendel. Komm, Beine gerade und langsames Tempo zur Seite. Wechsel. Schieb deine Oberarme, deine Ellbogen ganz fest in den Boden. Beine bewegen sich. Ich komme zu der einen Seite, nicht so weit. Komm, noch 2. Letztes Mal. Und du machst dich bereit für deinen Seitstütz. Ellbogen, Schulter, eine Linie. Die Füße, wie du magst, übereinander, hintereinander. Auf 2. Heb dein Brustbein nach oben. Bewegung kommt aus der Hüfte. Wenn du sagst, das geht nicht mit deiner Schulter, dann leg dein unteres Knie ab. Das geht auch. Wichtig ist, dass du die Bewegung in deiner seitlichen Bauchmuskulatur hast. Auf 3. Und wenn du sagst, boah, das ist alles Pillepalle, dann such dir ein schweres Buch und leg dir das noch auf deine Hüfte. Dann wird es irgendwann kein Pillepalle mehr sein. Ganz langsam wie jetzt. Komm, fühl das und schieb dich raus. Schau mal, dass du dich aber nicht verdrehst mit deinem Oberkörper, sondern dass du schön nach vorne bleibst mit dem Brustbein. So, jetzt haben wir noch 6 Singles, dann legen wir uns wieder auf den Rücken. Komm, 6. Ohne Schwung. Sicher, du schaffst das. Komm, noch 2. 2 Stück. Dann haben wir die Seite schon fertig. Du legst dich auf den Rücken. Unser Beinpendel. Auf geht's. Zieh. So weit, wie es für dich geht. Leg dich ab. Stabilität im Rumpf. Arme ganz fest in den Boden. Jede Seite 1. Zeit. So, jetzt gehst du auf deine zweite Seite Bauch. Ich wechsle hier hin, sonst drehe ich dir den Hintern zu, den mag kein Mensch sehen. Wieder, wenn du magst, unteres Bein abgestellt. Rück. Hoch. Rück. Du kannst natürlich auch gerne deine Beine anheben und die Füße übereinander. Das geht gerade bei mir nicht, weil ich rutsche hier ganz brutal weg. Komm auf 3, 2, 1. Schau auf dein Brustbein. Schultergürtel bleibt übereinander. So bleibst du schön stolz. Die Hand kannst du nach oben, wo du hin magst, ganz langsam. Komm, langsam.
jetzt der Rückweg. Einer so, komm. Der Rückweg, Single Tempo, 6 Stück, komm. 5. Dann haben wir noch einmal Beinpendel, dann haben wir es geschafft. Der letzte, leg dich ab, stell deine Arme in den Boden und pendel mit dem Bein, komm. Jetzt zurück. So weit, wie es für dich geht. Alles ist richtig. Alles ist besser, als nichts zu tun. Genau, du wirst es merken, wie du dich stabilisieren musst im Rumpf. Zwei jede Seite. Rück. Seite. Rück. Einer noch, jede Seite. Der letzte. Du trinkst einen Schluck. Nächstes, Bauchlage. Ich muss mich immer beeilen, ich habe nur eine Minute Pause eingearbeitet. Fußspitzen aufgestellt, Unterschenkel, Oberschenkel weg vom Boden. Wir haben hier unsere Schulterblätter, Ellbogen Richtung Decke. Und kein Ziehen nach hinten, sondern nach oben. Und dann 15 Sekunden Pause, in denen kommst du in einen stabilen Stütz. Wenn dir das reicht, bleib hier, wenn du magst. Gibt es Varianten, ja? Auch gerne bis nach oben, nur das da ist keine Option, ja? Versuch dich dem Rumpf schön stabil zu halten. 15 Sekunden dazwischen zum Wechseln, 30 Sekunden, 3 Sätze. Vorletzte Geschichte, jawohl. Ich hoffe, ich sehe nicht aus wie so ein Panda und die Schminke verläuft schon. Aber wird alles gut sein. Mikro habe ich schon mal fast auseinandergebaut. Die schauen, wie sie es nachher wieder zusammenbringen. Ja, ich hoffe, ihr seid fleißig dabei. Ich schwitze schon. Getrunken habe ich auch noch nicht wirklich was. Das werde ich jetzt tun. Und mit dem Mikro da mit zu trainieren, das ist schon komisch. Wir starten mit den Schulterblättern. Leg dich auf den Bauch. Fußspitzen aufgestellt. Unterschenkel, Oberschenkel unter Spannung. Ellbogen rechter Winkel, Oberkörper abgehoben, auf 2, komm, hoch, tief. Wenn du sagst, wow, das ist mir zu schwer, leg deine Stirn ab. So hast du ein bisschen mehr Stabilität. Wenn du sagst, es geht leicht, dann hebst du deine Stirn ab. Schau mal, dass die Halswirbelsäule schön gerade bleibt. Dass du keinen Schwung im Oberkörper hast, der ist ganz stabil. Jawohl, du bist klasse, das weiß ich schon. So, jetzt haben wir noch 4 Stück, nur noch 4. Komm, noch 4. Komm. Zieh. Schöne, langsame, bewusste Bewegung. Richtig schön ansteuern, was du trainierst. Super, da ist ja der letzte. Gut, Pause. Nutz die Pause nach oben. Gerne stellst du dich für den Shoulder Tap hinten ein bisschen weiter. Aber auch hier Ellbogen, Handgelenke, eine Linie. Mach dich bereit. Komm, wenn du machst, nur den da. Oder du kommst zum Ellbogen. Oder du kommst zur Schulter. Deine Wahl. Alles kann, nichts muss. Noch 4. Komm. 3. 2. Letzter! 30 Sekunden Pause. Gerne schieb dich kurz zurück. Gerne trink einen Schluck. Nutz die Pause für dich. Sammel Kraft. Ich hoffe, es geht euch gut. Zweite Runde Schulterblätter. Bauchlage. Fußspitzen aufgestellt. Unterschenkel, Oberschenkel schön weg vom Boden. Kniekehlen zur Decke. Auf geht's. Komm, zieh. Zurück. Wenn du magst, mach deinen Hebel größer und mach den Arm lang. Deine Daumen, die zeigen immer zur Decke. Bleib dran, bleib dran. Komm. Jawohl. Zieh. Denke mal an die Nuss zwischen deinen Schulterblättern, die du jetzt gleich knacken machst. Wenn du magst, geh auch wieder zurück, kurzer Hebel.
Schau, dass es für dich ein sauberes Training ist. Und das Wichtige ist, keine Pause. Ich glaube, wir sind in den letzten 15 Sekunden. Vor lauter Quasseln habe ich jetzt wieder nicht mitgezählt. Pause. Super. Alles richtig gemacht. Shoulder Tap, die zweite. Wenn du breiter stehst, bist du stabiler. Auf geht's. Komm. Ganz stabil die Körpermitte. Das erreichst du, indem du den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehst. Ja? Ganz stabil hier. Kein Wackeln mit der Hüfte. Letzten 15 Sekunden. Drei davon. Nur noch zwei. Dein letzter jetzt. Vorbei. 30 Sekunden. Deine Pause. Ich wisch mich kurz trocken. Ich hoffe, ihr schwitzt auch. Letzte Runde. Und dann gibt es noch eine Übung, dann sind wir durch. Schulterblätter, wir starten. Stell wieder auf deine Fußspitzen. 4, 3, 2, auf geht's. Zieh. Rück. Zieh. Rück. Jawohl. Schau mal, ist dein Oberkörper noch stabil oder wirst du jetzt müde und du wackelst mit deinem Oberkörper? Dann leg die Stirn ab. Das gibt dir Stabilität. Und schau mal, ob deine Oberschenkel noch weg sind vom Boden. Gleich hast du das geschafft. 4 davon. Auf geht's. Komm. Kämpfe. Beiße. Jawohl, die letzten 2. Der letzte, da ist er. Pause. Letzte Runde Shoulder Tap. Boah, ist das heiß. Ist euch auch so heiß? Stimmt. Weil ihr genauso stark mitmacht, wie ich euch kenne. 30 Sekunden, komm. Bleib stabil. Jederzeit deine Knie abgesetzt, hier trainieren. Wenn du merkst, du wackelst zu viel im Becken, dann bleib hier. Aber nur nicht, weil dein Schweinehund das sagt. Wenn der Schweinehund das sagt, dann kommst du wieder hoch. Wenn du wirklich kaputt bist, dann mach dich ein bisschen kleiner. Mach's dir ein bisschen einfacher. Letzter, komm. Pause. Letzte Geschichte. Rücken, Bauch, sind wir durch. Meine Hot Iron Leute, ihr kennt die tanzende Eidechse. Hast du einen Gürtel? Ziehst du den richtig fest auseinander? Hast du einen Stock? Schaust du, dass du schön viel Stabilität durch den Stock bringst? Wir heben diagonal Arm und Bein. Wenn es irgendwie geht, legst du natürlich nicht ab. Wenn du sagst, wow, das geht gar nicht, dann leg immer diagonal. Diagonal, dann legst du immer den Arm ab. Ja? In Verbindung mit unserem Bauch. Du sitzt, du hebst dein Brustbein und dann kommst du hier rechts und links mit deinen Beinen. Schau her, rechts und links, umgekehrt, ist ganz egal. Wichtig ist, dass du nicht rund wirst und hier sowas machst, sondern dass du dich aufmachst. Ja? Starten wir die tanzende Eidechse. 15 Sekunden Wechselzeit zum Bauch. 3 Sätze, die letzten 3 Sätze. Dann haben wir es geschafft. Ihr seid auch froh, oder? Ich bin total froh. Da haben wir ein tolles Workout. Ganz klasse. So, wieder Spannung in deinen Körper. Wir haben ein bisschen ein Intro, ein bisschen längeres. Aber auch hier, die Fußspitze, die am Boden ist, die bleibt auch aufgestellt und dein Bein unter Spannung. Diagonal, schönes langsames Tempo. Komm, zieh. 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 Schau mal,
dass du im Rumpf so stabil wie möglich bleibst und dass du nicht irgendwie ziehst und zoppelst. Sonst machst dir eine Stufe leichter. Leg deine Arme ab. Der Arm, der nicht aktiv ist, der kann gerne dann auf dem Boden liegen. Schau mal, dass du die Spannung behältst. Und wenn es dir immer noch nichts ist, dann mach das Tempo langsam. Alles ist möglich, solange du deine Grenze erreichst. Jede Seite eins, der letzte, Pause, Wechsel. Jetzt kommt da der Bauch. Boah, ich sag's euch, den habe ich schon ein paar Mal trainiert. Ich habe jedes Mal so Muskelkater. Heb dein Brustbein. Je länger die Beine, desto größer der Hebel. Auf geht's. Komm. Wenn dir das zu wenig ist, dann klemmst du dir noch ein Buch zwischen deine Füße. Dann hast du die Beininnenseiten noch mit dabei, weil du dann auch noch zusammendrücken musst. Also es gibt immer Steigerungen nach oben. Aber wichtig ist einfach, dass du dran bleibst. Komm, bleib dran. Lass ihn arbeiten, deinen Bauch. 15 Sekunden, komm, zieh. Wenn du die letzten 15 Sekunden in einem Block nicht mehr schaffst, dann darfst du auch gerne halten. Aber ich finde das Halten fast schwerer, wie das Bewegen. Pause. Wechsel. Ich glaube, wir haben auch 30 Sekunden zum Wechseln. Ich glaube, ich habe einfach nur vergessen, das aufzuschreiben. Aber du schaust jetzt mal, komm mal schon mal in Bauchlage und dann machst du dich bereit, machst dich lang, wählst deine Variante für deine Grenze. Jawohl, da ist es schon. Auf geht's, komm. Spannung, diagonal, Arm und Bein, komm. Tief, hoch. Diagonal. Super stark, bleib dran. Komm, schau mal. Vielleicht geht's dir jetzt in der Runde gerade gut und du kannst die Arme abgehoben lassen. Heb dich aber raus. Schau mal, dass du Spannung im Rücken hast. Dass du nicht irgendwie nur auf der Matte liegst und die Arme und die Beine bewegst. Deine Grenze, 4 noch. Super stark. 3 noch. Jawohl, die letzten 2. Komm, zieh. Das ist der letzte. Wechsel in den Sitz. Bauch. Vorletzte Runde. Heb dein Brustbein. Kurzer Hebel ist auch okay. Komm, schau mal, dann geht's halt einfach kürzer. Oder länger. Die Yogis, die können die Beine wahrscheinlich ganz ausstrecken. Keine Ahnung, ich nicht. 30 Sekunden, komm. Wenn nichts mehr geht, dann hältst du. Je tiefer du wirst mit den Beinen, desto mehr ist das Stress hier. Also schau mal, wo deine Grenze ist und bleib da dran. 15 Sekunden noch. Der letzte. Pause. Einmal noch Bauchlage, einmal noch die tanzende Eidechse, einmal noch der Bauch und du bist durch. Denk immer dran, einen Schluck zu trinken. Leg dich auf den Bauch. Mach dich bereit. Körperspannung. Letzten 45 Sekunden. Deinen Bauch, deinen Rücken. 4, 3, 2, komm, zieh, tief, zieh, tief, diagonal, das ist manchmal gar nicht so einfach, das von der Motorik hinzubekommen, da muss man sich manchmal konzentrieren. Gib dir die Chance, nicht schlimm, wenn das mal schief läuft, das ist nur Sport, nimm das nicht so ernst, jawohl, und ich bin sicher, du schaffst es jetzt. Die letzten 15 Sekunden dran zu bleiben. Auch wenn alles brennt und du sagst, boah, es geht gar nicht mehr. Dann mach's noch. Komm,
Nur für dich kommen die letzten zwei. So, da ist er schon, der letzte. Jawohl. Pause. Noch einmal der Bauch. Seid ihr dabei? Oh, ich schaue, dass ich es schaffe. Ihr auch? Auf geht's. 4, 3, 2, komm, starte. 45 Sekunden, das ist doch gar nichts, das schaffen wir ganz locker. Sicher schaffst du das. Und wenn du jetzt denkst, wow, das schaffe ich nicht mehr, dann denk an was Schönes. Nachher, irgendeinen tollen Film im Fernsehen, die schöne Dusche nach dem Sport. Irgendwas wird dir einfallen und du bleibst dran. Komm, kämpfe, beiße, 15 Sekunden noch, komm zusammen. Wenn nichts mehr geht, dann halte nur oder verkürzt einen Hebel. Bleib dran, komm! Die letzten. 4, 3, 2, vorbei. Super stark. Klasse, komm in die Rückenlage und mach mal gar nichts. Bleib einfach nur liegen. Schnauf, lass den Atem ruhiger werden. Die Beine nach außen klappen, die Arme einfach fallen lassen. Du warst super stark. 30 Sekunden, ich glaube, es ist ein bisschen mehr wie 30 Sekunden. Das wird mir die Hanna nachher sagen. Die wird sagen, Sabine, 30 Sekunden sind abgemacht, aber bei mir sind es vielleicht 35. Schön tief durchschnaufen. Und dann nimmst du mal die Arme über den Kopf. Nimm dir diese Zeit noch mit mir. Es wartet nichts auf dich. Mach dich lang. Zieh dich in die Länge und genieße mal das Langwerden. Wenn du magst, dann drehst du auch mal deinen Kopf nach rechts und links. Alles schön langsam und ohne Spannung. Die 3 Minuten, die nehmen wir uns jetzt noch, auszuschnaufen, runterzukommen. Du hast ein ganz tolles Workout jetzt hinter dich gebracht. Bist an deine Grenzen gegangen. Zieh mal deine Knie zur Brust und fass sie mit deinen Händen und mach dich mal ganz klein. Und mach dich mal nochmal lang. Zieh mal wieder die Nase zu deinen Knien und wieder lang. Und das letzte Mal. Und dann lässt du das eine Bein ausgleiten und kommst in deine Spirale. Lass dich sinken. Schau, dass deine Schultern beide am Boden bleiben. Und nimm ganz tiefe, bewusste Atemzüge. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me. Dann schnaufst du tief ein, kommst zurück in die Mitte, ziehst nochmal deine Knie zur Brust, wechselst auf die andere Seite, lässt dich wieder sinken mit deinem Knie. Beide Schultern bleiben am Boden, genieß dieses Verdrehen. Spür, dass dein Atem ruhiger wird, dein Herzschlag wieder langsamer. Vielleicht spürst du auch schon den einen oder anderen Muskeln, wo du sagst, wow, kommst du langsam zurück. Komm noch einmal ganz klein zusammen. Und dann nimmst du einen kleinen Schwung nach oben zum Sitzen und kommst gleich weiter in den Vierfüßlerstand. Und ohne Kraft und ohne Spannung schieb dich mal ganz genussvoll rund und wieder gerade und heb den Brustbein. Schieb dich nochmal rund und gerade und dann stellst du die Zehenspitzen auf und schiebst dich mal zurück auf deine Fußsohlen. Lass die Beine gebeugt und lass dich mal noch hängen. Schüttel mal deinen Kopf aus. Und dann rollst du dich ganz langsam um.
Und dann, wie wir angefangen haben, so enden wir auch mit Schulterkreisen. Aber jetzt nur noch ganz genussvoll, ohne Spannung in deinem Körper. Super stark war das Workout. Ihr habt sicher ganz klasse mitgemacht. Aber ich freue mich wieder auf die Zeit, wenn wir wieder zusammen sind. Nimm einen tiefen Einatmzug nach oben und im Ausatmen lass dich nach unten fallen. Wieder tief ein, aus. Und dann atmest du tief ein und nimmst die Energie des Raums zu deinem Herzen. Danke, dass du dabei warst. Bleib gesund. Ciao, bis zum nächsten Mal.